Willkommen zurück zu Life is Strange 2. Moin Moin, hier ist der Angelus. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt und müssen noch ein Geschenk finden für Daniel. Ich wollte ja das Jojo irgendwie haben, will es aber nicht klauen. Sie verkauft das irgendwie nicht, deswegen quatsche ich mal diesen Verkäufer hier an. Mal gucken. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Danke für den Daumen nach oben gestern. Hey. Hey. Hi. Good morning, young man. It's nice to see a new face in this old town. Thanks. It's a super cool market you got here. Small towns are the best for Christmas. Who are you staying with? Siehst du, jetzt kommt das schon wieder, ne? Ne? Schönes neues Gesicht hier, jemand Neues zu finden oder zu sehen. Wenn ich jetzt auch noch sage, die sind bei den Reynolds, verrate ich ja noch mehr. Wenn ich sage, die sind bei den Ericssons, dann ist das auch für Chris irgendwie nicht so gut. Wenn ich das sage, im Hotel, es gibt ja wahrscheinlich nur ein einziges in der Stadt. We're just passing through, so at a motel. Well, I saw you speaking with Charles, so I thought. Wir sind nicht verwandt. Oh, we're not related. My brother Daniel's friends with Chris. Gotcha. I like his son. Funny little guy. Despite everything. Anyway, welcome to Beaver Creek. If you need anything, just holler. Geschenke brauche ich. Ich brauche Geschenke. We only sell handmade local products. Come take a look. So, was nehmen wir denn mit? Ein Holzbiber für 10. Ich habe nur noch 8 irgendwas. Schneemann kostet 5. Das hier ist natürlich das Billigste, den Schneemann. Aber ist auch irgendwie kacke. Wenn es für den Kleinen ist, nehmen wir lieber einen Bär, oder? Er steht ja auch so Powerbär und sowas. You won't kostet find halt better 7. Deals in Beaver Creek. Zurücklegen? Wieso denn zurücklegen? Den will ich. Nein, nicht zurück. Okay. Und jetzt zum Verkäufer. Bezahlen. Hey, so. Can I get one of these bears? Sure. Our best seller this year. Cool. Okay, bezahlen. Here you go. Thanks. Kann ich noch handeln? No. I'm good. Have a nice day then. Yeah, you too. Dankeschön. Thanks. So, neuer Kollege cool. Für Power Bear. Mission accomplished. Mhm. We better. Okay, geh zu Charles. Now, um den Markt zu verlassen. Come back. Gotta order more Yule logs tomorrow. Genau, weil wenn die Großeltern. Found what you were looking for, ja. City boy? Yeah. Something for my little brother. You bought your brother something out here. Damn. Poor kid. Sorry. I'm just a grumpy old gal. Me and my friends have been crashing here for the week. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. Okay, das sind also Landstreiche, die mit mehreren Leuten durchs Land ziehen. Ich bin nicht von hier, nee. No. No way. Just here for the holidays. Ah. You got family? My grandparents. Gotta love the grandparents. What about you and your friends? Road trip? Not really. We kinda hop from place to place, hunting for little jobs. Must be a long ride. That's okay. We hop on trains. Gives us time to rest. Falls sie noch weiterreisen, könnten sie von denen wahrscheinlich richtig viel lernen, wie sie gut zurechtkommen und an Geld kommen, ohne irgendwie ständig klauen zu müssen und so. Das ist gefährlich, aber bestimmt auch abgefahren. Komm, Chris, Sean möchte doch hier bestimmt cool wirken, ihr gegenüber, oder? Man, that sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean, what are you doing?
We've hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh, hi. Who are you? Ooh, your hair looks so cool. Is it a wig? Well, what do you think? I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh, Sean. I thought I told you. No, you did. Sorry, you went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Ooh, is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? Well, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. Der macht jetzt irgendwie nicht ganz so einen coolen Eindruck. Cassidy gefällt mir mehr. Nie vorsichtig genug sollte man sein, ne? Aber sie sieht auch cool aus. She looks really cool, I think. See? He knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah, you always go for those suburban boys. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard, hotshot? Hey, no worries. Come on, let's bail. It was nice meeting you, Sean and Daniel. Stay out of trouble, Goodbye. Kids. Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. Your doggy was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine, so... You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal, too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking parasites. Why did they fight? I don't get Spinner, why he yelled like that. Should we do something about it? Wir haben jetzt hier wirklich niemanden irgendwas getan. Sie hat hier ein bisschen Musik gespielt. Und das war schön. Und er macht die einfach so an, wegen dem blöden Hund. Hier gibt's bestimmt noch andere Leute, die einen Hund in dieser Stadt haben, ey. Aber nein, du lässt es gut sein. Wir spielen ihnen keinen Streich. Better not get involved, man. This guy doesn't look nice. You're right. Kleinstädte, ey. Immer irgendwie skeptisch Fremden gegenüber. Aber die haben doch wirklich hier keinen Stress gemacht. So cool. Sie war ganz ruhig und hat ein bisschen Musik gespielt. Mit Charles den Markt verlassen. Ja. Wenn die Großeltern von der Kirche wiederkommen und wir sind nicht zu Hause, dann drehen die richtig am Rad, ey. Verständlich. Da ist Charles. Alles klar? Hey, you guys ready to go? Yeah. All done. Cool. Hop in. Geschenk habe ich auch. Hoffentlich hat er Chris schon gesagt, dass er keine Kräfte hat. Are you having too much fun back there? Yeah. That's what I thought. An sich eigentlich auch voll gefährlich, die Kinder hinten so drauf sitzen zu lassen, wo sie nicht mal angeschnallt sind oder irgendwas, ey. Ah gut, das ist Amerika.
Und das auch noch bei dem Wetter, ne? Wo die Straßen so verdammt glatt sind. Okay, ich sehe da noch kein Auto von den Großeltern. Kann aber auch sein, dass der in der Garage steht. Wenn sie mit dem Auto zur Kirche gefahren sind, heißt das, ich weiß ja nicht, wie weit weg die Kirche hier ist. Aber wenn sie schon den Wagen brauchen, um auf den Markt zu kommen, dann wird das sicherlich auch bei der Kirche so sein. Looks like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Ach so. Cassidy. Cassidy? Cassidy. Cute name. Do you like her? Naja, wir haben sie gerade erst nur kennengelernt halt, ne? She was cool. You're too quick! Ah! Anyway, got ya! It's good for me to get out, too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Emily, she died 2 years ago. Obviously, it was tough on Chris. Shit. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad. Das ist aber mal ganz cool, dass Charles sie sich gerade mal öffnet und auch die Probleme anspricht, die auch ihn plagen hier, ne? Mit der Trauer und sowas. Gar nicht so schlecht. Do you have some kind of problems? I'm just not the man I was. I shouldn't have even brought this up, you know, just forget it. Die Großeltern, genau, die machen sich auch Sorgen. Claire and Steven seemed a bit worried about you guys. Well, they stopped by yesterday. They really seemed to care about Chris. But I'm afraid they get the wrong idea sometimes. Claire threatens to call social services. That's true. We are not your usual, pretty happy, suburban family model. But I know things haven't always been good for the Reynolds either. Weil die Mutter weggelaufen ist, ne? Also Karen. Yeah, my mom left my dad a long time ago. She never came back. She broke all ties with her parents too. Sorry for bringing that up. It's okay. I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Don't keep them waiting. Yeah. Hey, buddy. Wanna set up that Christmas tree? Yeah! Well, I'll get there before you with my dadmobile. No way you can beat Captain Spirit. See you later, Super Wolf. Oh, okay. Hello? Nettes Gespräch mit Charles. Hello? Er weiß also, dass er Probleme hat. Das ist gut. Vielleicht hilft es ihm ja auch, mit jemandem darüber zu sprechen. Steven? Sind die immer noch nicht zu Hause? Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Well, at least they won't yell at us for going out. That was so cool to spend time with Chris at the market. So, did you set things straight with him? Told him the truth? Yeah, I did. Sicher? He was disappointed. Of course he was. You lied to him. Did you know Chris's mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. You should see her drawings. They're so cool. Just like yours. Thanks, dude. Hey. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. I know it's mom's. Please. Das würde ich ja ehrlich gesagt auch gern sehen. Sie werden ausflippen.
Ja, aber ich würde es auch gern wissen, was da drin ist. You won't give up on that, right? It's just... I really want to know what's inside. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Come on, Sean. You don't even have to come with me. If you don't want to. Fuck it. I'll come with you. So you don't make a mess and get us caught. Okay. Aber wie wollen sie die Tür aufbekommen? Einfach aufbrechen? Das ist natürlich auch nicht für einen. Huh. We'll find a way to open it. Sean, this is super easy. I can just break the lock with my power. Yeah, I could do that with a hammer. Let's try and find the key instead, alright? Der ist wahrscheinlich hier im Schlafzimmer der Großeltern vielleicht. Vielleicht finden wir hier irgendwo den Schlüssel in der Schublade oder so. Da sind aber noch Babybilder gerade gewesen. Bleh. Yeah, no. Nee. No way I'm searching Claire's underwear. Nee. Porzellan, Hochzeitsfoto, da haben wir ein Babybild. Who knew this sweet little muffin would turn into such a brat? Doch nicht, das ist nur Sean und Daniel. Still super cute though. Die hat alle Bilder von Karen einfach ausgelöscht, ey. Das ist Negan, Nachttisch durchsuchen. Come on, little key. Don't be shy. Kleiner Schlüssel, das könnte er sein. Schlüsselanhänger. Schlaftabletten hat sie ja auch. Definitely not the one. Ist er nicht? Zu klein, okay. Jetzt habe ich den. Let's see what it opens. Hm. Vielleicht führt der Schlüssel uns zu einer anderen Schachtel, wo dann noch ein Schlüssel drin ist. It might come back any minute. Yes, Daniel. I know. Ich mach ja schon, okay, ey. Steven. Nicht so einfach hier alles Where zu finden. Where do you hide this key? Das sind Zähne. Yeah. Not much to see in here. Der weiße shit. Schrank könnte es sein. These are Christmas presents? Holy shit. Let's not tell Daniel. Warte, or he's freak. Das weiße, die weiße Kommode hier. Da passt der kleine Schlüssel rein. Ja. Wow. I'm just looking for a key. Not the crown Schmuck. Jewels. Ew. Karen. Are these milk teeth? Not sure if it's gross or cute. But still, no key here. Aber er hat den Schlüssel benutzt für hier, ne? Oder? Den kleinen? Ich glaube nicht. Hier ist noch ein weiterer Schrank. Auf der Seite. Ist irgendwo nur eine kleine Schachtel oder sowas? Clothes, old stuff. But definitely no hidden key. Gibt's noch nicht. Hinter den Bildern. Was haben wir denn? Der Nähkorb, da wird es ja auch nicht drin sein, hinter den... In der Vase? Yep. It's empty. Warum sollte auch ein Schlüssel drin sein? Wo kann man noch gucken? Badezimmer natürlich nicht, wenn, dann ist es vielleicht irgendwo unten. Oder vielleicht beim Großvater in seinem Arbeitszimmer irgendwo. Wo kann der Schlüssel passen? What was Claire doing in that room? Ich kann nicht runtergehen? Nee. Maybe she put the key in her pocket. What was she wearing yesterday? Gestern? Keine Ahnung. Bei den Klamotten hier, sind das alte Klamotten? Ich kann nicht runtergehen. Und hier waren ja nur die Geschenke drin und sonst irgendwas. Shit. These are Christmas presents? Bei der Schmutzwäsche? Or he'd freak. Vielleicht bei der Schmutzwäsche? Nee. This whole house is pretty much a huge washing machine. Wenn ich jetzt nicht runtergehen kann, muss es ja irgendwo hier sein.
Ich habe nicht mehr viel Zeit, glaube ich. Bevor die wieder kommen. Hier war ich auch schon überall. Sean! Was? It's taking so long. I can't find the key, Daniel. Then search better. Search better. Ich habe ja alles schon angeguckt. Hochzeitsfoto. Vielleicht ist es hinterm Foto oder so irgendwo. Love the outfits, guys. Mhm. Man. Karen hated collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Sharp objects. Bit like Claire. Nochmal bei den Kleidern rangehen, dass er jetzt die Klamotten durchsucht. Clothes, old stuff. But definitely no hidden key. Kacke. Sean, it's now or never, I swear. Daniel, you really think you could open this door without doing too much damage? Yes, I know I can't. Okay, dann mach du das. Ich finde den Schlüssel gerade nicht. Oh, fuck. Can't find that stupid key. Just go for it. Yes. And don't blow apart the whole house. Mhm. Nur das Schloss, nicht die Wand. Okay. Really? Oops. Wow. Alter, das war mega fett aufgebrochen, ey. There's not that much left. Where do you think they put the rest of her stuff? Ich hab keine Ahnung. It's her teenage room. I'm sure she sorted through her things before leaving for Seattle. The rest is probably packed in these boxes. Mm-hmm. They want to forget anything related to Karen. I can relate. Okay, Daniel. You've seen everything you wanted to see. Claire and Steven will be home soon now. Just 5 more minutes. Okay, wir haben ja auf jeden Fall noch einige Sachen, die ich mir angucken will. Kristalle stehen da rum und so. Vielleicht finden wir noch andere Hinweise. Was, vielleicht ein Tagebuch oder irgendwas, um Gedanken von Karen zu erfahren, warum sie vielleicht weggegangen ist. Wobei, das ist ein Teenagerzimmer, ne? Die hat ja auch hier dann nicht mehr gewohnt. War wahrscheinlich auch in Seattle eine Zeit lang. Wir werden uns hier weiter umsehen. Es nervt mich gerade ein bisschen, dass ich den Schlüssel nicht gefunden habe, aber ich hatte auch gerade irgendwie keine Ideen mehr. Und ich wollte hier unbedingt noch ins Zimmer rein, bevor die Großeltern kommen. Wenn ich jetzt noch weiter durchs Haus geirrt wäre, ich kann ja eh nicht nach unten gehen, weil er da nicht reingeht, wären die Großeltern dann wahrscheinlich nach Hause gekommen und dann wäre ich hier gar nicht mehr reingekommen. Und deswegen habe ich ihn jetzt doch die Tür aufbrechen lassen, auch wenn es kacke ist, weil jetzt der Türrahmen beschädigt ist und so weiter. Na gut, wir schauen in der nächsten Folge weiter. Also lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge von Life is Strange 2. Tschüss!